Nur einen Satz von der Mutter Elvira möchte ich sagen und dann übergebe ich das Wort Don Ivan und den Jungs und jungen Frauen. Ein Satz, der so mächtig ist und in mir geblieben ist. Das heißt, junge Frauen und junge Männer aus der Gemeinschaft, junge Männer und junge Frauen aus der Gemeinschaft, das sind Perlen. Und sie hat gesagt, ihr seid Perlen, Perlen, jetzt seid ihr gefallen in den Schmutzschlamm und durch die Gemeinschaft, ihr reinigt euch, wird gewaschen und dann am Ende seid ihr die Perle. Ihr seht, dass ihr die Perle seid. Ihr könnt niemals dies verlieren. Eine Perle bleibt eine Perle. Und schaut, was eine Gemeinschaft macht, damit es uns bewusst wird und damit wieder vom Neuen diese Perlen strahlen. Und liebe Perlen, herzlich willkommen. Vielen Dank. Einen wunderschönen Gruß an Pater Marinko, dem Ortspfarrer. Ich bin sehr glücklich und zufrieden, dass ich euch alle grüßen kann. Ich grüße euch alle im Namen von vielen, vielen Jugendlichen aus unserer Gemeinschaft, die in den vielen Häusern in der Welt zerstreut sind, also überall sind. Und Cenacolo ist in der Welt und hat sich sehr verbreitet mit den Herzen, den Augen, den Füßen der Mutter Gottes von Medjugorje. Dieser erste Platz, da wo Schwester Elvira gekommen ist nach Italien, das war Medjugorje. Und aus Medjugorje hat die Mutter Gottes uns in die ganze Welt gebracht. Das heißt, nun, ich grüße euch alle im Namen von all unseren Jugendlichen und Bruderschaften aus der ganzen Welt und aber auf ganz besondere Art und Weise bringe ich Ihnen einen besonderen Gruß euch von der Schwester Elvira, Mutter Elvira. Applaudieren wir ein bisschen lauter. Ma perché davvero? Credo che questa suora, questa donna merita un applauso. Das sage ich, denn ich glaube wirklich, dass diese Ordensschwester diesen Applaus verdient. Wir sind überglücklich. Wir sind wahrhaftig glücklich, dann, wo unser Leben diese kostbare Perle war, die in Schlamm gefallen ist. Und unser verwundetes Leben hat dann eine mutige Frau gesehen, ist einer mutigen Frau begegnet. Und Mutter Elvira war eine große Gabe für uns. Und hier sind wir eine kleine Gemeinschaft. Und sie werden heute Abend euch auch dieses Musical zeigen. Credo, ich glaube. Und wir alle hier, die wir sind, wir waren verwundet. Heute haben wir das Leben. Und gerade wegen dem, weil eine Frau uns da eingeschlossen hat, und zwar in einen Weg. Denn Mutter Elvira, sie hat wahrhaftig besondere Gaben. Sie gehören nicht ihr, sondern es sind die Gaben Gottes, die er in ihr Herz gelegt hat. Und sie hatte den Mut, uns einen Weg vorzuschlagen, der aber nicht so einfach ist. Und das ist ein Weg, da wo man
dies ersucht hat, und zwar das Böse zu entwurzeln aus unserem Leben, all die schlechten alten Gewohnheiten zu entwurzeln, die unser Leben traurig gemacht haben. Und gerade sie mit ihrem Leben, sie hat uns ermutigt, Gutes zu tun. Sie hat uns dies beigebracht, dass wir wieder sagen und dann um Gutes zu tun und diese Bequemlichkeit zu verlieren wegen dem anderen. Sie hat uns dies beigebracht, dass wir einander vergeben, dass wir einander lieben, dass wir in Schweiß und Opfer arbeiten. Viele Sachen hat sie uns gelernt. Schauen Sie, zu hören und gehorsam zu sein, die Worte der Gemeinschaft, das bedeutet, langsam unser Leben zu öffnen. Das heißt, unser Leben zu öffnen für eine noch bessere Begegnung. Und das ist die Begegnung mit Jesus. Wahrhaftig. Wir schauen, wir überlegen, wir leben dieses Wunder. Das Wunder, das uns die Gemeinschaft gegeben hat. Und ständig ist uns dies immer mehr und mehr bewusster, und zwar die Anwesenheit Gottes in unserem Leben. Und unsere Erfahrung ist immer eine größere und größere Erfahrung der Barmherzigkeit Jesu. Und wenn wir hier sind, wir die öffentlichen Sünder, schaut hier jetzt mit der Freude im Herzen, mit einem Lächeln im Gesicht, und das ist nur deshalb, und wir sind dankbar, weil Jesus barmherzig ist und gut ist und wir sind ihm begegnet, und deshalb sind wir hierher gekommen, dass wir euch Zeugnis abgeben. Und das werdet ihr noch mehr sehen heute Abend während des Musicals, das, was wir heute Abend für euch vorbereitet haben. Natürlich die Anwesenheit der Mutter Gottes auf unserem Lebensweg, das war etwas Besonderes. All diese Botschaften der Mutter Gottes, worüber auch Ivan gesprochen hat, all das ist im Herzen unserer Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, sie hatte immer ein offenes, aufmerksames Ohr, um die Stimme der Mutter Gottes zu hören. Und der Weg der Mutter Gottes, das ist der Weg zu Jesus. Und mir kommt es auch vor bei diesem Jugendfestival, als würde Jesus hier vom Kreuz, hier am Kreuzberg, als würde er schauen zum Erscheinungsberg, da wo die Mutter Gottes ist, und als würde er uns allen dies sagen, hier eure Mutter, und wir sind hierher gekommen, denn wir fühlen uns umarmt von dieser Mutter. Die Umarmung der Mutter Gottes, die spürt man so mächtig in der Gemeinschaft Ginacolo. Die Umarmung der Mutter Gottes, das ist unsere Kraft. Il tenero cuore di Madonna. Das zärtliche Herz der Mutter Gottes, das ist unser Mut. Und deshalb leben wir heute. Und deshalb sind wir heute hier vor euch, um Zeugnis abzugeben von der Auferstehung. Und noch etwas, bevor ich das Mikrofon meinen Freunden gebe, die Zeugnis abgeben werden. Ich bitte euch,
Ich bitte euch, einen mächtigen Applaus für die Mutter Gottes hier in Medjugorje und für Jesus und seiner Barmherzigkeit. Deshalb schlage ich jetzt dies vor, dass wir jetzt ein schönes, fröhliches Lied der Mutter Gottes singen und dann erlauben wir dies, dass unser Leben tanzt und überlassen wir dann dies, dass unser Herz sich freut, explodiert, denn unser Gott ist dieser gute Gott, er ist dieser barmherzige Gott. Dieser Gott, der uns niemals verlässt, singen wir dem Herrn. Stehen wir auf. Wir werden jetzt ein fröhliches Lied singen. Wir danken dem Herrn für all das Gute, was er für uns getan hat.
Ok, thank you. Come around. Aspetta, andate con lui. Eccoci.